Moin Leute, ich durfte letztens einmal auf dem Account der guten Anubis ein bisschen Weltarena spielen, weil sie darauf immer so gar keinen Bock hat. Anubis, wer sie nicht kennt, ist Aftermath Legends Spielerin, also gehört zu einem der Top-Gilden auf dem Europa-Server. Und sie hatte jetzt letztens ein wenig Luck, würde ich sagen. Wenn wir uns mal die Kollabo angucken, hier vorne grinst uns der Dark Gojo an und sie hat auch noch die Isis. Beides sehr ähnliche Monster, was es auch in der Weltarena möglich macht, gerade gegen so Teams, die sehr viele Passivas haben, einfach mal alles komplett auszuschalten. Und wir haben natürlich auch so ein bisschen die Möglichkeit gehabt, alle anderen Net5s noch ein bisschen mit kennenzulernen. Ich würde sagen, wir starten rein und gucken einmal, wie gut das so lief auf dem Account der guten Anubis. Sie hat einfach Isis und Dark Gojo. Das ist natürlich geil. Ah, der Gojo also neu. Neues 85. Weiß nicht, wie bist du in letzter Season abgeschlossen? Ach, Gold. Das ist gut. Dann werden wir jetzt nicht die Guardian-Schwitzer direkt bekommen wahrscheinlich, oder? Dann starten wir mit Vanessa. Vanessa ist immer ein schöner Pick. Den kann man gut starten. Wir machen den. Und ich glaube, wir machen den Wörde hier einfach mal mit rein. Ich glaube, wir nehmen mal den hier mit rein. Ich könnte sagen, dass es das auch falsch ist. Man hätte jetzt auch einen Leo hier reinspielen können in die Nasha. Aber mal schauen. So, lass uns mal reingucken hier. Gegner auf jeden Fall Rune da. Tomoe jetzt mit GTAO. Resisted. Wichtig. Aber die Nasha wird jetzt... Oh mein Gott, der Stun. Strip-Stun hier. Wild. Wild, wild, wild. Nasha mit der ersten nur. Hätte er nicht die zweite machen können? Warte mal. Oh, da kommt die Bombe. Nicht resistet die Bombe. Aber dafür kriegen wir jetzt massiven Angriffsbalken. Ich würde sagen, versuchen sie hier jetzt mal, die Nasha gleich mal anzugehen. Machen den so hier. Und weiter auf die Nasha. Und je mehr Angriffsbalken wir hier bekommen, umso besser wird's. Da sind Provokes. Ich würde versuchen, hier nochmal einen Provoke zu setzen. Der trifft nicht. Jetzt aber. Dann sind die erstmal alle provoziert. Können wir hier verwandeln? Ja, wir könnten, ne? Dann verwandeln wir mal. Dann machen wir die zweite hier mal auf die Buffs drauf. Alles klar, hat sehr gut funktioniert. Kann die nicht eigentlich strippen? Was ist da was? Haben die den Strip rausgepatcht? Was ist passiert? Du kannst immer verwandeln, wenn du Jackson hast. Gut zu wissen. Danke für den Tipp. Gut zu wissen. So, da verwandeln wir wieder. Und wir schießen jetzt mal hier die Nasha ein bisschen aus dem Leben. Oh, die Diana macht so einen schönen Schaden, Alter. Meine macht das nie. Hier mal einen Stun jetzt. Ah, leider nicht. Jetzt mal Angriffsbalken wieder mit Jackson. Massiven Angriffsbalken. Hier mal Angriffsbalken reduzieren. Auch mal hier provozieren. Ah, oh, Jackson so gut, ne? Jackson würde aber auch zu stark. Ist eine wilde Combo, ja. Jackson Verde hier ist sehr geil, das stimmt. Und mit Diana auch noch mehr Angriffsbalken, ne? Wenn der Gegner quasi nicht Diana fokussiert. Man könnte hier natürlich auch den Oliver reinspielen. Der Oliver ist natürlich auch sehr stark hier, ne? Mit Jackson hinten raus. Probieren wir den Oliver. Machen wir die Doppel 33er Lead hier. Jetzt kommt natürlich Doppelfeuer hier. Vielleicht nehmen wir hier ein bisschen mit der Juno, mit der Praha ein bisschen Leben rein hier. Ich glaube, die Orakel waren ja auch nicht so schlecht mit Jackson, ne? Meine ich. Wir nehmen mal hier den Wörde hier mit rein. Ah, hier wäre jetzt so, was wäre denn hier? Die Annabelle, weiß ich nicht. Und da kommt noch einer. Jetzt können wir tatsächlich Annabelle picken. Glaube ich. Komm, wir picken mal die Annabelle. Dann würde ich die Juno hier raushauen, glaube ich. Kein Jackson-Content, aber zumindest sehr viel Angriffsbalken. Erhöhung und Reduzierung und alles Mögliche. So. Versuchen ihn mal zu strippen hier. War die auf Qual oder auf Vio? Auf Vio wahrscheinlich, ne? So, Abklingzeit erhöht. Der hat aber trotzdem noch Angriffsbalken. Frech. Wir hätten vielleicht auch die Marsche Abklingzeit erhöhen können. Ist der... Der Oliver ist wahrscheinlich... Ist der auf Resistance gebaut oder auf Damage? Also der sah gerade nicht nach... Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie gut die Runen vom Gegner sind. Ja, gegen die F3-Boys kannst du alles picken. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber für mich geht es jetzt mal vor allem darum, so ein bisschen erstmal warm zu werden mit der Comp, weißt du? Resi, ja, genau, okay. Ja, keine Ahnung, gehen wir da nochmal drauf. Resetten den einfach. Ob der jetzt eine Runde kriegt oder nicht, ist, glaube ich, auch völlig egal. So, und nochmal... Oh, auf Qual. Ah ja, Oliver auf Qual. Ekelhaft. Pfui.
Gucken wir mal die Marsha ein bisschen an hier. Oh, das war, Alter, was waren das gerade für Schellen? 2000er Kellen haut die hier raus. Alter, da hat jemand Artefakte, würde ich sagen. Alter, die Marsha ist ja gerade komplett weggehopst, Junge. Alter, 2000er Hits waren das gerade. Ich glaube, meine machen so, wenn ich gut bin, so 1,8 oder so, wenn es gut läuft. Ja gut, tschüss Marsha, war schön mit dir. Nee, war gelogen, war nicht schön. Die Orakels haben ein paar gute Artefacts. Ja, merkt man dezent. Alter, was war das für eine Kelle gerade, Junge, Junge. So nochmal. Na, was macht er jetzt? Mhm. Oh, Orakel proggt, also auf Vio. Aber er hält noch durch hier, ne? Er hält noch durch. Auch schon wieder ein Deutscher hier, Ace. Wir kommen in den Goldbereich, Freunde. Wir kommen in den Goldbereich. Dann würde ich hier wahrscheinlich mal so picken. Dann machen wir mal jetzt hier rein. Isis? Oh, stimmt, Isis, ja. Aber die wird jetzt wahrscheinlich... Ah, Mist, ich hätte jetzt hier Dark Gojo Isis spielen können. Fuck, das wäre die Möglichkeit gewesen. Aber wir picken hier die Isis, die muss er ja bannen. Also... Oder wollen wir den Gojo spielen? Warte mal. Einfach für den Flex den Gojo nochmal. Komm, ich probier mal den Gojo. Einfach den Gojo. Hegang würde ich hier rausschmeißen. Und rein. So. Hier mal ein Defense Break? Absolut gar nicht. Okay, hier mal den Strip. Ja. Das könnten wir natürlich. Wir könnten, aber wir machen nicht. Angus-Balken reduzieren. Gojo, Unbewusstheit und Betäuben. Let's go. Dark Gojo, Freunde. Bam. Oha, Betäubung ist da. Wir kriegen direkt nochmal Wait, Verteidigungsdamage hier. Auf die Marsha. Boah, das ist jetzt ja richtig gut, ne? Haben alle Oblivion für 2 Runden. Kein Passiv, Junge. Ja, wird mich ankotzen, wenn ich du wäre. Oh, der Monkey Proc, der will noch mitspielen. Ja, leider kein Siegel, ne? Wenn wir jetzt noch Siegeleffekt hätten, das wäre insane. Leider kein Siegeleffekt. Da noch Siegelruhen drauf auf dem Bengel? Eieieiei, das schmerzt. So, Provoke. Friert er jetzt irgendwen ein? Den Gojo? Ja, der hat eh Cooldown. Ah, resisted. Toxic. Oh Mann. So, oh, noch ein Stun hier. Oh, sehr, sehr gut. Reicht der Damage? Oh, stark. Damage reicht. Machen wir die Marsha mal ein bisschen fertig hier. Ja. Verde hier versucht noch Runden zu generieren. Sie versucht jetzt die erste zu machen. Marsha macht Marsha-Dinge. Und das war GG. Ach komm, wir picken mal früh den Dark Gojo rein. Vielleicht können wir Dark Gojo Isis hier reinbringen. Ja, das werden wir auch machen, glaube ich. Ich glaube, das werden wir machen. Wir haben keinen, haben wir einen Strip so richtig? Er hat 2 Single-Targets, ne? Hier der Miles-Bun, der Leo-Bun und dann machen wir einfach noch die Isis mit rein. So vielleicht. Imagine, du hast Dark Gojo Isis. Ach, Isis strippt, ja stimmt, Isis strippt auch Singles. Stimmt, 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 stimmt. Nice. Na, wir haben jetzt zumindest 2 Single-Targets mit Aishir und mit Miles. Nee, ist nicht alles auf Wille. Das ist schon mal sehr viel wert, aber im Disconnect sind wir gerade. Oder was ist hier los? Darf ich jetzt endlich spielen? Gerät? Was ist hier los? Er überlegt gerade noch, oder was? Ja, und sonst so, Chat, habt ihr noch was vor heute? Wart ihr schon einkaufen heute? Ah, geht los. Sehr schön. Muss ich? Ey, mein Gott, was ist denn jetzt hier los? Hat er... Hä? Hallo? Was ist hier? Hä? Was war das gerade? Und vor allem, was hat ein Aishir gerade gemacht? Hat er einfach nur angegriffen? Hä? Ach, Aishir hat die dritte auf den anderen gemacht, auf den anderen Boy.
Auf den Ragdoll. War Ishir wieder, Junge. Kompletter NPC gewesen. Boah, wenn wir das verlieren wegen dem hässlichen Ishir, da kriege ich aber einen zu viel, ne? So, Ragdoll raus. Und jetzt auch mal den Kollegen da wegmachen. Isis und Dark Gojo war zu viel für die Leitung, ja, anscheinend. So, oh, die Marsha. Alter, was war das für ein Miles-Damage, Junge? Uff, ja gut. Man sieht, das ist ein Counter. Wir müssen aber, glaube ich, die Vanessa gleich nochmal resetten, sonst könnte es eklig werden. Je nachdem. Angriffsbalken reduziert. Oder wir töten ihn einfach. Ich glaube, wir töten ihn einfach. Aha, er holt den Ragdoll zurück. Okay, dann können wir sie jetzt töten. Und dann können wir wieder die dritte machen. Let's go! Das ist so dumm, Junge. Wir lieben es. Ach ja, der Gojo, Junge. Gojo Isis picken. Das ist ja mal so cool. Oh, der Stun Toxic. Oh, Mann, oh Mann. Imagine, du kannst Isis Gojo durchbringen, Junge. Eieieiei. Was ist denn mit diesen ganzen LDs los hier auf dem Niveau? Oh, oh, seht ihr, was ich sehe? Ich sehe zwei Monster mit Passivan. Mach das mal so und mach das mal so. Aber die Camilla ist immer gut, ne? So eine Camilla? Alter. Noch mehr Passivar. Er denkt jetzt, er kann einfach Isis bannen. Think again. Er denkt einfach, er kann einfach Isis bannen. Aber dann kommt der Gojo. Aber dann kommt der Gojo. Oh Mann. Machen wir hier die Giselle raus? Eigentlich immer Giselle raus, ne? Leo Rector ist natürlich auch Reuden. Er bannt auch die Isis, als ob ich es gesagt hätte. Vielleicht weiß er noch nicht, was der Dark Gojo kann. Vielleicht weiß er es noch nicht, dann lernt er es jetzt. Aber wir haben keinen richtigen Strip dabei. Wir haben zwei kleine Strips dabei, ne? Also müssen zwei Leute runterstrippen. Ich würde sagen Rector auf jeden Fall. Und dann wahrscheinlich den Dicken. Den Dicken. So. Er kann eigentlich nur Camilla angreifen. Genau, macht er auch. Und nochmal. Den auf jeden Fall. Hat gekrittet. Cringe. Und jetzt ist er natürlich dran, weil wir gekrittet haben. Ah, jetzt er riecht den Braten. Er riecht den Braten. Wir machen den hier. So, und jetzt die dritte. Passivas aus. Oh nein, der Gojo hat keine. Oh, was? Das ist richtig. Das ist cringe. Endlich der Gojo, der Dockebee-Lord hat kein Dings. Was für ein Gojo, Bruder. Das ist natürlich bitter, wenn das nicht trifft. So. Wir müssen den Rector hier raushauen. Wer der Vio prockt jetzt. Oder der Vio prockt jetzt. Okay. Würde gerne den Rector hier raus haben. Bitte. Danke. Leo ist auch okay. Dann würde ich hier mal so versuchen. Ja, genau. Jetzt wird natürlich der Gojo sterben. Er kommt aber wieder. Macht ja nichts. So, hier mal ein bisschen drauf. Defense Break. Und jetzt nochmal ausmachen alles hier. Schon wieder, aber wir haben den Gojo getroffen diesmal. Jetzt ist der passiv aus. Wichtig. Jetzt ist der passiv aus. Und jetzt würde ich einfach hier nochmal resetten. Jetzt den da weg. Sehr gut. Jetzt freezen wir den hier. Oh, Camilla ist echt gut, wa? Also diesen Freeze zur Verfügung zu haben, wo man einfach mal sagen kann, so, du jetzt mal eine Runde Ruhe. Das ist sehr, sehr geil. Ja, da war es wieder, ne?
Da war's wieder. Junge, Junge. Einfach Isis und Dark Gojo picken können. Das ist so cool. Das ist so geil.